Ja, ich komme. Was willst du? Geh mal einholen, die Mädels haben Hunger. Pferdchen, die viel Hü-Hü machen, brauchen viel Hafer nicht. Was heißt das denn? Ketchup. Schreib mal nicht mehr leer. Schreib sonst wie, aber hol's her und zwar hopp. Hey, Carola will auch noch was. Wachtmeister. Was ist denn hier los? Warten Sie auf mich? Dein Kollege sagt, du stehst auf Rugby. Ist im Länderspiel Deutschland gegen Frankreich. Machst du Französisch? Sag mal, wo steckt mein Kollege eigentlich? Dein Kollege hat gesagt, du sollst auf ihn warten. In einer halben Stunde ist er fertig. Mensch, dann soll sich mal beeilen. Magst du Sport? Mhm. Was denn so? Na, Rugby. Wird es hier im Stadion los. Was? Sonst nichts? Und wie wär's mit dem Ring? Von dir würde ich mich sogar besiegen lassen. Lade mal ruhig. Oder Bodenturm. Ich zeig dir ein paar schöne Übungen, wie wär's? Mädel, ich heirate in 4 Wochen. Mädel, ich heirate in 4 Wochen. Bis neu auf dem Kurs, ja? Da kannst du vorher dann noch ein bisschen üben. Sowas nennt sich Bulle. Guten Appetit. Ich hab keinen Hunger. Na, du bist mir vielleicht einer. Ich habe gehört, es soll einen Pokal für die langweiligste Bar geben. Ihr habt alle Chancen. Das habe ich ja nicht drum. Soll ich die Scheiße fressen? Bring's auf die Zimmer. Ich bin Einholer, kein Wirtschafter. Machst du die Hausordnung hier? Ne? Typen wie dich habe ich schon kommen und auch wieder gehen sehen. Verpiss dich, Alter. Oder ich wisch den Fußboden mit dir auf. Versuchst du. Der Franzosen, er geht zu Boden, es wird ein Gedränge geben. Alter, es verlangt.
Sehr witzig. Wie meinst du das? Also nett, dass sie dir hier Asyl gewähren, während ich Stubendurchgang mache. Guckst immer noch fern. Hast du nicht amüsiert? Doch, blendend. Rugby. Ich bin mehr für gemischtes Doppel. Der Herr Zinke hat Sinn für Humor. Was ist das? Die alte Ratte. Das Grüne ist Petersilie und das nennt man im Volksmund einen Riesen. Von wem ist er? Warum fragst du? Ich will sie eine Spendenquittung ausstellen. Mensch, guck mal, da bist ja du. Spinner. Weißt du was? Weißt du eigentlich, dass du stinkst? Carolas Parfum. Er fliegt wieder. Wer ist denn Carola? Tja, Fragen über Fragen. Eine Nutte, ne? Och, Nutte würde ich sagen. Sie ist was ganz Spezielles. So eine Art Groupie. Wirst du auch bald kennenlernen. Und das Geld hast du jetzt eingesteckt? Na klar. Soll ich es vielleicht liegen lassen? Für mich ist das Korruption. Das kotzt mich an! Wir müssen wieder auf Funk. Lass dir Zeit. Ich habe eine Kneipenschlägerei gemeldet. In der Zeit können Sie eine ganze Kneipe zusammenschlagen und wieder zusammensetzen. Hey, das war ja ein Witz. Wenigstens fast einer. Du machst dich. Ich will dir mal was sagen. Ich mach das nicht länger mit. Ich will sowas nicht wieder hören. Verstanden? So, ich hau mich jetzt eine halbe Stunde hin. Du achtest auf den Funk. Geht das Haus? Ich zahle. Mach das nicht normal. Der Schein war markiert. Das mach ich mit allen Scheinen. Sonst bescheißen die mich um die letzte Mark. Wie geht's Horst? Muss immer noch liegen. Schlimm, so ein Beinwurf. Der Neue, dieser Witt, ist der okay? War eben bei den Boxern. Hat ihm aber nicht gefallen. Und das Mädchen? Auch nicht. Sei vorsichtig. Man kann nicht vorsichtig genug sein mit unzuverlässigen Menschen. Du meinst, ich soll ihn mir vom Hals schaffen? Du hättest Witt nicht mitbringen sollen, jetzt weiß er Bescheid. Bist du sicher, dass er uns keine Probleme macht? Was soll er denn für Probleme machen? Kriegen wir schon. Also kein Problem? Ich hau mich hin. Wir müssen vorsichtig sein. Sie mal ein Stück weiterfahren, Chef. Du vergraust uns die ganze Kundschaft. Komm, mach, dass du weiterkommst. Fünfzehn-2, bitte kommen. 15-2 hört. Witt, sind Sie frei? Sind wir. Fahren Sie zum Luftschutzbunker Feldstraße. Hilflose Person. 15-2 hat. Ende. Klaus, bitte komm. Klaus, bitte melden. Mensch, melde dich doch. Yeah.
verlassen. Moment. Wo kann man denn hier ein Pi schießen? Pi? Meinst du eine Maschinenpistole? Nirgends. Wieso? Ich dachte, ich hätte irgendwie sowas gehört. Ich habe nichts gehört. Bei dem Lärm hier? Naja, ist ja auch scheiße. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Guck mal, der da. Sag ich mir, guck mal. Wie ist es gewesen? Nix wie weg hier. Special. Halt! Stehen bleiben! Du Scheiße! Wart ihr das? Nee, der da oben, der war das. Jetzt ist er weg. Ich glaube nicht, dass es der liebe Gott war. Ich glaube vielmehr, dass es Ärger gibt für euch Jungs. Los, rüber! Achtung an alle Wagen. Heiligen Geistfeld, Höhe Luftschutzbunker, soeben angeblicher Schusswaffengebrauch gegen Polizeibeamte. Ein Beamter vermutlich tödlich getroffen. Auf Eigensicherung ist zu achten. NRW und Kriminaldauerdienst werden durch Michel verständigt. Michel, Ende. Alle Frauen dieser Welt. Ich bin zwar kein Agent 007, doch die Frauen wollen... Hallo, Paul. Peter. Einer von deinen Leuten? Mit Christian, 23 Jahre alt. Er war erst seit 6 Wochen bei mir. Hat er Verwandte, Angehörige? Vater, Mutter leben hier in Hamburg. Eine Verlobte, sie ist auch bei der Polizei. Sie wird bei hier sein. Die Buschtrommeln sind schneller als der Polizeifunk. Ich kann das nicht sehen, ich werde es nie lernen. War da nicht ein zweiter Mann auf dem Wagen? Eigentlich ja. Wo ist der? Keine Ahnung, vielleicht ausgestiegen. Vielleicht liegt er hier irgendwo, vielleicht entführt. Wir suchen ihn überall. Warum ist der Wagen hierher gekommen? 0815 Einsatz. Bei einem Anruf. Hier am alten Luftschutzbunker liegt wieder einer von diesen Tütenbomben. Wahrscheinlich stickbesoffen. Kam gerade von der Kneipenschlägerei. Wo? Oh. Der Rattenkeller, der Laden vom Wiener Dieter. Na, da gibt's öfter mal Zoff. Ich hab mal eine Frage. Kannst du dir einen gezielten Hinterhalt vorstellen? Der sollte ausgerechnet Witt was antun wollen. Der war doch viel zu kurz bei uns, als dass er sich schon irgendwelche Feinde hätte schaffen können. Wie ist denn der Name von dem zweiten Mann? Schuster Klaus, 32 Jahre. Na, der hatte wohl tatsächlich ein paar Feinde. Ja, ja, den kenne ich. Vielleicht wollten Sie den treffen. Sie haben einen anderen erwischt. Die Idee bin ich auch schon gekommen. Schuster war nämlich einer von der harten Sorte. Der hat auch schon mal zugelangt. Ja, der war viel bei Demos dabei, immer in vorderster Linie. Hatte wohl auch Spaß daran, jemand vor die Glocke zu hauen. Sogenannter Widerstandsbeamter. Wie meinst du das? Das ist einer, der die Leute bei der Festnahme verprügelt und sie dann gleich vorsorglich wegen Widerstand anzeigt. Aha. Um seine Brutalität zu rechtfertigen. Naja, so ungefähr. Sag mal, angenommen, jemand will Rache nehmen an Schuster. Weiß doch kein Mensch, auf welchem Wagen der mitfährt. Tja, der muss nur den Polizeifunk abhören. Er muss schon zu Beginn der Schicht in Erfahrung bringen, auf welchem Wagen Schuster sitzt. Das ist im Prinzip kein Problem. Die Wagen melden sich oft genug überfahren. Es geht immerhin um zwei meiner Männer, Paul. Habt ihr den Anrufer auf Band, der das mit dem Penner berichtet hat? Haben wir. Das könnte nämlich die Stimme des Mörders sein. Mensch, das ist ja eine scheußliche Geschichte. Kastner. Notizbuch von Witt. Aber ein privates, kein polizeiliches. Hat er in der Tasche gehabt. Hat so eine Art inoffizielles Tagebuch geführt. Wir kommen gleich morgen früh das Band holen. Hat der Mörder auf der Wache angerufen? Ja, mutmaßlich, ja. Der Mörder hat vermutlich von oben geschossen. Auf dem Balkon, da liegen mindestens 20 Patronenhülsen herum. Was für ein Balkon? Zeig mal. Das sind die Penner.
unsere einzigsten Zeugen. Schönen guten Abend. Ihr habt nichts gesehen, stimmt's? Oh, wir haben den Mörder gesehen. Das hat man aber selten. Ich stand da oben auf dem Balkon und hab geklatscht, als das passiert ist. Was, der hat applaudiert? Ja, wie verrückt er. Ach komm. Doch, hab ich gesehen. Hier, mit meinen eigenen Augen. Dann beschreib mir doch mal, wie der aussah. Ja. War er groß, klein, alt? Groß war er nicht, aber Zwerg war er auch nicht. Das ist schon eine Menge. Dünn, dick, war er kräftig? Nee, kräftig nicht. Der war so halb verhungert. Der hatte so einen komischen Gang, ne? Der hinkte. Der hinkte, werden wir doch wohl finden. Also passt mal auf, ihr wartet jetzt hier und dann gehen wir aufs Präsidium und dann werden wir ein Phantombild von dem Typen machen. Was für ein Ding? Ihr sagt uns, wie der aussah, wir machen ein Gemälde davon. Gibt's dafür Kohle? Wenn wir damit Erfolg haben, gibt's dafür Kohle, ja. Sag mal, wo ist denn der Dachrichter? Siehst du die Einschusslöcher hier? Ja. Also von wo ist geschossen worden? Von da oben? Abend. Sie sind wieder Nachtwächter? Ja. Sagen Sie mir Ihren Namen. Rogalla. Herbert Rogalla. Herr Rogalla, Sie haben auf dem Revier angerufen und diese hilflose Person genommen. Nö. Um die Zeit sind die Penner am Fixer nach. Ja, Moment. Sie haben doch angerufen. Ja. Wegen dem Toten. Ich habe den Toten gemeldet. Danke. Jetzt ein Schluck? Nee, danke, ich bin im Dienst. Wenn das mal stimmt, was die erzählen. Er war da oben. Geschossen worden ist hier unten. Wenn er wirklich einen Hinkefuß hatte, hat er gar keine Chance, so schnell da hochzuklettern. Woran denkst du? Ich denke an immer weniger. Ich muss in Pension. Wenn die Penner ihn erschossen haben, den Mann nur erfunden haben? Ich habe noch nie einen Penner mit einer Maschinenpistole gesehen. Kein Motiv. Rache. Ich weiß, wie oft die von einem Polizisten schon was auf die Glocke gekriegt haben. Schon was von dem zweiten Mann gehört auf dem Auto? Nee, noch nichts. Ich war jetzt drin angehört. Gehen Sie weg da! Dort! Wo ist der? Wo ist der? Schon im Gerichtsmedizinischen Institut. War er da drin? Ja. Ich möchte ihn sehen, bitte. Gut, ich fahre dich hin. Wer hat das getan? Wir werden den Mörder finden. Glauben Sie es. Sabine Kuhne, die Verlobte des toten Kollegen. Paul Stöver, Peter Brockmüller von der Mordkommission. Tut mir so leid. Kann ich Ihnen eine einzige Frage stellen? Geht das? Fällt Ihnen spontan jemand ein? Nein, keiner ausgeschlossen. Das ist einer, der ihn kennt. Nehmen Sie weg, die Geier sind schon da. Hey, mitkommen. Wo hast denn das her? Von der Leiche. Wo steckst du? Melde dich. Hey, mitkommen. Wo steckst du? Melde dich endlich. Was ist der Typ? Das ist der Schuster. Schuster? Melden Sie sich. Wer ist da? Kripo. Kriminalpolizei. Dann bin ich auf dem falschen Kanal. Ende. Hey, hallo, wo ist Ihr Standort? Wo sind Sie? Ich bin in der heißen Ecke. Ein Heuer Ecke Reeperbahn. Bleiben Sie da, wir kommen hin. Ende. Schuster? Ja, bin ich. Wissen Sie, dass die Polizei von ganz Hamburg Sorgen um Sie macht? Jeder Streifenpolizist sucht nach Ihnen. Nach mir, wieso? Ihr Kollege, der Witt, ist erschossen worden. Witt? Wann? Wo? 23.30 Uhr, hinterm Dom, im alten Luftschutzbunker mit einer Maschinenpistole. Wieso waren Sie denn nicht bei ihm im Wagen?
Oh, ich musste mal pinkeln. Da bin ich hier rein. Dann rief mit über 2 Meter Band, dass hier ein Einsatz wäre. Hilflose Person auf dem Dom. Ich hatte Probleme mit der Verdauung. Dann habe ich gesagt, er soll alleine fahren. Also Sie mussten mal pinkeln? Und hatten Probleme mit ihrer Verdauung. Sozusagen Trouble mit beiden Organen. Sie glauben mir nicht. Nee. Es geht ja nicht darum, ein harmloses Dienstvergehen zu entschuldigen. Es geht um Mord an Ihrem Partner. Wo waren Sie? Wo waren Sie, Mann? Bei einer Frau. Name, Adresse, schreib auf. Carola Neumann. Wohnt da drüben über der Regina. Sie halten sich zu unserer Verfügung, fahren Sie auf Ihre Wache und warten Sie dort. Was würdest du denn dazu sagen? Wenn ich irgendwo pimpern gehe und in der Zwischenzeit wirst du erschossen? Naja, umgekehrt wär's mir lieber. Sie was schämen. Es sind solche Typen wie du, die uns die Bezeichnung Bullen eingetragen haben. Alle Damen des Fernsehballetts sofort ins Atelier 5. Wir beginnen mit den Proben zur Produktion Ein Mann sucht Anschluss. Hey, Moment. Woher weiß er das denn? Entschuldigung, geht's hier zum... Das ist sehr gut. Ich glaube, das können wir verwenden. Mhm. Ja? Ja, soll reinkommen. Die Konkurrenz. Oh. Herein. Ah, die Mordkommission. So jung? Doch, mein Name. Freut mich. Alles schon vorbereitet. Aha. Stefan, das Band. Sie sind doch Kollege. Denke schon. Können Sie mir mal erzählen, warum die Polizei ein so wunderschönes Studio nicht in ihrem eigenen Gebäude hat? Ganz einfach. Sie wissen doch, diese schreckliche Asbestseuche. Das ganze Präsidium wird abgerissen. Da haben uns die Filmleute aus der Patsche geholfen. Ah, verstehe. Nett von den Filmleuten, ne? Wir können Sie tatsächlich all das machen, was beispielsweise wir von Ihnen erwarten. Ja, wir hoffen. Stefan, fertig? Ja. Bitte hören Sie genau zu. Geht das ein bisschen lauter? Revierwache 15, Hauptkommissar Schwenke. Hallo, hier spricht Rogalla, Wachmann am Luftschutzbunker Feldstraße. Bin ich ein Besoffener? Hilflose Person. Verstanden. Wird eine Weile dauern. Viel hat er nicht gesagt. Er hat einen Namen genannt. Können wir den noch mal hören? Schwenke? Hallo. Spricht Rogalla. Ich glaube, da war der Name. Kriegen wir den ein bisschen klarer? Hallo. Hier spricht Rogalla. Rogalla. Wachmann. Ja. Das ist der Nachtwächter. Ob das auch seine Stimme ist, das ist die Frage. Hier, der Vergleichsanruf. Verstanden. Stefan. Ja, bitte. Ich bin Dörte Hagen, Obermeisterin. Ich arbeite beim LKA 3. Man war das Kriminalamt. Ich suche Herrn Stöver. Man hat mir gesagt, ich kann ihn hier finden. Ja, das war auch so vorgesehen, aber jetzt müssen Sie leider mit mir vorliegen nehmen. Es ist wichtig. Moment. Wir sind soweit. Es ist wichtig. Hallo? Hier spricht Rogalla, Wachmann am Luftschutzbunker Feldstraße. Hier liegt ein Besoffener. Eine hilflose Person. Die Stimme klingt wirklich verdammt ähnlich. Ähnlich wird nicht genügen. Ich meine, wenn Sie damit vor Gericht wollen. Soweit ich es feststellen kann, sind die beiden Stimmen nicht identisch. Schauen Sie mal hier. Wir können durchaus eine sprachliche Sequenz als Farbgrafik herstellen. Die Darstellung ist so genau, dass keine 2 Stimmprofile miteinander identisch sind. Noch einmal, ich finde die beiden Stimmen nicht identisch. Pardon. Es ist wichtig. Oh ja. Ah, der Staatsschutz. Wahnsinnig. Das ist ja nicht wahr. Die haben rausgekriegt, wer der Typ war, der auf dem Balkon, der mit dem Hinkefuß. Wahnsinnig. Name Hans Frisch, genannt Hasso. Alter 34, Beruf keiner, Wohnsitz keiner. Bemerkungen, Polizei bekannt, gilt als Linksextremist, Sympathisant der Roten Armee-Fraktion, verurteilt wegen Landfriedensbruch, illegaler Waffenbesitz, Psychopath. Und das ist ja ein Ding.
So, und jetzt gucken Sie sich das mal an. Was ist das? Ist befreundet mit einer gewissen Martina Dörfel, Rechtsanwältin, bekannte Verteidigerin von Linksextremisten. Beide sehen sich regelmäßig im sogenannten Bürgerbüro Landfrieden. Kenn ich. Kennen die Anwälte? Nee, das Bürgerbüro Landfrieden steht im Vereinsregister. Ziel des Vereins ist es, Bürger vor Übergriffen von Seiten der Polizei zu schützen. So, was gibt's wirklich? Das ist nicht zu fassen. Herzlichen Dank für die Mühe. Bitte. Telefon für Sie, ein Herr Stöber. Ja, Herr Stöber, ich glaube, ich habe etwas Sensationelles herausgefunden. Sie? Das waren wir. Guten Tag. Danke. Bitte, was wollen Sie? Wir haben gehört, Sie können uns eventuell etwas über Frau Carola Neumann erzählen. Die wohnt doch direkt nebenan bei Ihnen. Richtig. Kann ich mir schon denken, was Sie wollen. Fein, das spart uns Arbeit. In dieser Zeit? Wie meinen Sie das? Gewöhnlich kommen die Herren doch erst am späten Abend, wenn es dunkel ist. Ach so. Was für Herren kommen denn da? Gegenfrage. Wer sind Sie? Ich? Das Schlimmste, was es gibt. Mordkommission. Was ist passiert? Ist sie tot? Na, sagen wir mal so, wenn man klingelt, macht sie die Tür nicht auf. Diese Zeit schläft sie. Sie kriegen sie nicht wach. Sie nimmt Schlaftabletten. Scheinen Sie ja gut zu kennen. Ich gehe für Sie einkaufen. Sie sind so eine Art Wirtschafter. Das ist mein Kollege. So weit habe ich es noch nicht gebracht. Den Schlüssel zu Ihrer Wohnung haben Sie nicht zufällig. Und wenn, meinen Sie, ich würde Sie da reinlassen ohne Durchsuchungsbefehl? Wir wollen von Ihnen wissen, ob Frau Neumann Besuch von einem Polizisten hatte. Letzte Nacht gegen 11 Uhr. Weiß ich nicht. In meinem Alter geht man früh schlafen und steht früh auf. Gegen 11 steht sie auf. Man hört dann die Dusche. Schön. Sie waren uns eine Hilfe, Herr. Leberg. Kann sein, dass wir noch mal wiederkommen. Ich will das nicht. Ich war nicht high. Irgendjemand hat auf das Polizeiauto geschossen. Mit einem MP. Du, ich hör's. Wann war das? Gestern Nacht. Ich glaube, es war 23:30. Ja, da war das Feuerwerk. Ich weiß, da kann auch nichts drinstehen. Da war schon Redaktionsschluss. Was? Willst du denn hinten? Guten Tag, Frau Dr. Dörfel. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinschneide. Sie haben es nett hier. Ja, räumig. Es soll demnächst abgerissen werden. Ach, kommen Sie doch die Treppe rauf. Danke. Ich bin eigentlich gar nicht eingerichtet auf Besuch. Mein Büro ist drüben. Guten Tag, ich heiße Stöber. Tag. Freut mich. Ich bin von der Mordkommission. Ich kenne Sie. Ihre Fotos erscheinen manchmal in der Zeitung. Tja, man sollte wirklich nicht so oft auf Partys gehen. Wie haben Sie mich gefunden? Bin Ihnen einfach nachgestiegen. Kompliment. Hallo! Sie sind mich. Sie sind hinter mir her. Falls Sie Hans Frisch, genannt Hasso, sind, ja. Aber ich brauche Sie nur als Zeugen. Lüge. Sie wollen mich einkassieren. Ich suche den Mann, der vorige Nacht einen Kollegen von mir erschossen hat. Ich weiß, dass Sie es nicht sind, also hören Sie auf zu jammern und beruhigen Sie sich. Lassen Sie die Hände um. Da braucht juristischen Rat. Ich schlage vor, Sie helfen Ihrem Klienten.
Er will dir nur ein paar Fragen stellen. Nimm die Pistole weg. Diese Schweine wollen mir nur den Mord in die Schuhe schieben. Sie sind im Augenblick etwas erregt. Ich verstehe das. Hier rüber. Hören Sie mir zu. Hören Sie mir doch nur mal einen Moment zu. Ich bin bereit, das ganze Ding zu vergessen, wenn wir beide vernünftig miteinander sprechen. Das ist ein faires Angebot, Hasso. Ich trau keinen Polizisten. Los rein hier! Jetzt hast du dich in verdammt große Schwierigkeiten gebracht. Als Polizisten annehmen. Lass! Ich hau ab! Wo erreiche ich dich? Ich weiß schon, wo ich hingehe. Ruf mich an! Ich helfe dir! Würden Sie mir verraten, wo er ist? Das wüsste ich selber gern. Sie decken einen Straftäter. Das kann Sie eine Lizenz kosten. Er ist nicht der Polizistenmörder. Er hat durchgedreht, okay? Er war wahnsinnig vor Angst. Tja, also dann Wiedersehen. Nee, Sie kommen mit aufs Präsidium. Danke. Wir müssen Folgendes überprüfen. Alle Anzeigen, die Schuster und Witt in den letzten 3 Monaten geschrieben haben. Ja? Alle Verfahren, an denen sie beteiligt waren. Nicht so laut. Wir brauchen die Namen aller Personen, die sich festgenommen haben. Fahrt zur Wache und sucht die Unterlagen raus. Ja, hier ist die Hölle. Tschüss, Ende. Geh doch mal an dein Telefon. Mach das ja mit Schurke. Moment. Ich lese gerade. Was ist denn? Die Vernehmungsprotokolle der Leute, die auf dem Dom in der Nähe der Bude waren. Und, gibt's was? Leute, ich war ja zu erwarten. Der Staatsanwalt am Telefon. Stöber ist nicht hier oder sie ist hier irgendwo. Wir haben 2 Stunden. Wir haben 2 Stunden. Ja, wie war Ihr Name? Ja, ich notiere. Moment. So. Schon der 7., der seinen Nachbarn anzeigt. Schick trotzdem jemanden. Wir müssen nicht alles überprüfen. Sag mal, ich habe das Notizbuch von dem Toten gehabt. Hast du das irgendwo? Was willst du? Wir haben ja keine 30 Leute, sondern 300. Die Fahndungsblätter. Gibt's hier irgendwo einen Platz für eine Vernehmung? Keller vielleicht. Ach, nee, warte mal, die Bereitschaftspolizei hat uns netterweise einen Raum zur Verfügung gestellt. Da kannst du hingehen. Tag. Gut, gehen wir dahin. Ich möchte nicht gestört werden. Auch nicht vom Oberstaatsanwalt? Der nervt schon seit einer Stunde. Nee, alles zu seiner Zeit. Herr Schüler, ich habe hier was für Sie. Danke. Haben Sie das gesehen hier? Verdammt. Musste das sein? Sie wissen doch selbst, dass das nicht war. Naja, ich weiß es. Jungs, tut mir einen Gefallen, lass uns einen Moment allein. Du machst schon. Darf ich bekannt machen, das ist die junge Kollegin vom Staatsschutz. Das war aber spannend. Der Staatsschutz. Ja, ist eine andere Abteilung. Wir sind immer dabei, wenn es politisch wird. Haben Sie gehört? Sie wissen doch selbst, dass es nicht war. Der Mann ist flüchtig, der Mann ist tatverdächtig und bewaffnet. Muss ich Ihnen noch irgendwas erzählen? Wenn das hier rausgeht, hält ihn alle Welt für den Täter. Die Presse wird sich drauf stürzen. Die Presse stürzt sich auf, was sie will. Dann ist er erledigt. Hat so schon Probleme genug, auch ohne das alles. Er hätte eben mit mir reden sollen. Dann hätte sich seine Unschuld möglicherweise herausgestellt. Wir haben die Aussage von ein paar Pennern, die ihn am Bunker zur Tatzeit gesehen haben. Wollen? Nicht wollen, die haben ihn gesehen. Auf die Leute ist Verlass. Sagen Sie, ich habe da mal eine Frage. Wurde der Polizist von da oben erschossen? Das ist eine schlaue Frage. Wissen Sie das? Nein, der Mörder stand zu ebener Erde. Na also, da kann das ja gar nicht gewesen sein. Herr Stöber, ich schlage Ihnen ein Abkommen vor. Ich versuche Hasso davon zu überzeugen, dass er mit Ihnen reden muss. Und dafür verzichten Sie darauf, diese Zettel zu verteilen. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Ich brauche 24 Stunden. Also, bis heute Nachmittag um 4. Wenn ich bis dahin nichts von Ihnen gehört habe, dann gehen die Zettel raus. Herr Stöber, wissen Sie, wer Sie sprechen will? Na klar. Moment. Der Oberstaatsanwalt. Falsch. Ein Mädchen. Und? Hübsch? Denken Sie, das kann ich hören? Nicht so einfach wie Sie, kann ich das hören. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Danke.
Und Sie meinen, das hätte man nicht im Präsidium machen können? Da gucken alle, ob ich auch traurig genug bin. Das ist schrecklich. Außerdem musste ich sowieso Christians Sachen abholen. Aha. Und was ist das, eine Aussage? Nein, ein Brief von mir. An den Mörder. An den? Lesen Sie mal vor. An den unbekannten Mörder meines Freundes. Rufen Sie mich an. Erzählen Sie mir, warum Sie meinen Freund Christian getötet haben. Er hat diesen Beruf ergriffen, weil er helfen wollte. Er hat in der kurzen Zeit zwar nicht vielen helfen können, dafür hätte er mehr Zeit gebraucht. Zeit, die Sie ihm nicht gegönnt haben. Er war doch ein guter Polizist, oder? Wollen Sie den Brief an die Zeitung schicken? Wenn Sie wollen, gebe ich ihn bei der Pressestelle ab. Sollen die ihn veröffentlichen? Danke. Warum hassen uns eigentlich so viele Leute? Ja, warum hassen uns so viele Leute? Weil die Leute nicht viele Polizisten kennen, die so sind wie Sie und Christian. Es ist verdammt schwer für mich, damit fertig zu werden. Sie wollten mir Urlaub geben. Aber ich will weiterarbeiten, sonst werde ich noch verrückt. Aber das können Sie doch. Darf ich Ihnen noch mal einen Vorschlag? Moment. Ja, Stöber. Stöber, der Staatsanwalt will Sie dringend sprechen. Dringend. Hallo, bitte kommen. Hallo. Tut mir leid, ich habe keinen Empfang. Ende. Was ich Ihnen jetzt sage, ist ein Dienstgeheimnis. Wir nehmen an, dass der Mörder nicht Ihren Freund umbringen wollte, sondern den Kollegen, der mit dem Auto saß. Was, den Schuster? Ja, Schuster hat im Dienst eine Menge Fehler gemacht. Ich will mal so sagen, er ist nicht gerade... Kann ich den Brief einstecken? Ja, bitte. Er ist nicht gerade eine Zierde für das Polizeikorps. Wir untersuchen das. Sie meinen eine Verwechslung? Ist möglich. Sabine, bitte melden. 2 Minuten, bitte. Wenn der Mörder nun durch Sie erfährt, dass er den Falschen getötet hat, dann könnte er Lust kriegen, Sie zu besuchen. Um Ihnen irgendwas zu erklären, zu erläutern, um über ihn auszuweichen. Ich glaube, ich weiß, was Sie wollen. Sie wollen also, dass ich zu Hause am Telefon sitze und warte, dass der Mörder anruft? Wir müssen es versuchen. Hätten Sie was dagegen, wenn wir Ihr Telefon anzapfen? Nein. Wir setzen einen Mann in Ihre Wohnung, falls er auf die Idee kommt, Sie zu besuchen. Halten Sie das für möglich? Der Mensch muss verrückt sein und bei Verrückten ist alles möglich. Ich kann mich nicht an das Ding gewöhnen. Ja? Um Gottes Willen, machen Sie, dass Sie ins Präsidium kommen. Der Oberstaatsanwalt will Sie dringend sprechen. Rufen Sie ihn wenigstens an. Das mache ich, und zwar jetzt sofort. Ende. Danke. Wir müssen dieses Schwein kriegen. Sie wollten mich sprechen? Wo sind Sie denn, um Himmels Willen? Warum melden Sie sich nicht? Ich hab's versucht. Mein Funkgerät ist kaputt. Wir haben hier diese alten Dinger. Und neue kriegen wir nicht bewilligt. Verdammt noch mal, kein Mensch sagt mir, dass Sie mich dringend sprechen wollen, Herr Oberstaatsanwalt. Was ist mit diesem Hasso Frisch, nachdem Sie fahren lassen? Ist der nun der Täter? In jedem Fall ist er ein wichtiger Zeuge. Wie weit sind Sie? Mittendrin, auf der Arbeit. Ich hab schon 2 Kilo abgenommen. Wirt, ich möchte laufend unterrichtet werden. Laufend? Das versteht sich doch von selbst, Herr Oberstaatsanwalt. Ich dachte nur, es ist auch für Sie interessant, wenn wir schon was raus haben. Aber wir haben nichts. Lass mich allein. Lass mich allein. Ja, Carola, ich bin's. Jetzt hör mir mal gut zu. Du weißt, was heute Nacht passiert ist. Ja, die Kripo wird in 1-2 Stunden bei dir sein. Du weißt, was du zu sagen hast. Ich muss jetzt aufhören. Ich brauche einen Techniker. So einen Telefonanzapfer. Haben wir denn dafür einen Gerichtsbeschluss? Nee, aber ich habe die Einwilligung des Teilnehmers. Stöber, ich könnte mal so einen Telefontechniker gebrauchen. Gut, kommt er zu mir, ja? Danke. Paul, es gibt Neuigkeiten. Tut mir eine Frage, nicht hier drin ist. Komm, bleib hier. Ach, die Luft ist zum... Es ist hochinteressant. Das Notizbuch von Witt. Mhm. Im Notizbuch von unserem toten Kollegen stehen Sachen, die hauen dich um. Also hau mich um, aber schnell. Wenn es stimmt, was hier drin steht, dann hat Schuster sich schmieren lassen. Ah, ist eine interessante Wendung. Hier. Wahrscheinlich, er kürzt sehr viel ab, wahrscheinlich
1000 Mark in Pike an Schust übergeben. Was ist Pike? Ich habe mich erkundigt. Das ist der Piratenkeller. Die beiden hatten da einen Einsatz. Angeblich eine Kneipenschlägerei. Von Schuster gemeldet. Hat ziemlich lange gedauert und er hat keine Verstärkung angefordert. Wem gehört der Laden? Dieter Zinker. Wiener Dieter. Also was du da hochgehen lässt, das könnte eine Bombe sein. Das ist auch gar nicht wohl dabei. Wenn Schuster nämlich wirklich bestochen wurde und Witt davon gewusst hat. Aber das halte ich für unmöglich. Der Witt hat einen tadellosen Leumund. Wenn er das also aufgeschrieben hat, dann bestimmt nicht, um mit Schuster halbe zu machen. Wir müssen eine neue Arbeitshypothese aufstellen. Bisher haben wir angenommen, der Täter hätte Schuster gemeint und den Falschen erwischt. Was er immer noch sein kann. Wir müssen einer betrüblichen Möglichkeit ins Auge blicken. Der Täter hat den Mann erwischt, den er erwischen wollte. Witt. Ja. Und das Motiv des Täters lautet Vertuschung einer Straftat, Beseitigung eines Zeugen. Und der Täter würde Schuster heißen. Und er wäre dann ein Kollege von uns. Und das wäre sehr, sehr unschön. Brocki, die kannst du verkaufen. Die ist noch wie neu. Du schießt wie ein Pazifist. Hast du Angst, die Scheibe wehrt sich, wenn du sie triffst, oder was? Ja, du hast mir doch selber gesagt, dass ich anderthalb Jahre nicht geschossen habe. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Anderthalb Jahre, auf den Tag genau. Jetzt fängt er auch noch an. Und geh doch mal ein Stück zurück. Ja. Feuer frei. Donnerwetter, Sie schießen wie John Wayne. Wo haben Sie das gelernt? Bei der Bundeswehr? Ich bin eben geborener Schütze. Wenigstens einer bei der Mordkommission, der schießen kann. Der Stöver hat auch immer Angst. Er könnte der Zielscheibe wehtun. Der war übrigens in diesem Jahr auch noch kein einziger Mal hier. Es gibt eben Kollegen, die haben ihr Talent im Zeigefinger. Bei anderen liegt der Schwerpunkt einen halben Meter höher. Du wolltest mir noch eigentlich was zeigen? Ja. Na, was sagst du dazu? Was? Tja. Das sind zwei Geschosse aus der gleichen Waffe. Ohne Zweifel. Deshalb brauchen wir sie auch gar nicht erst unter die Rasterelektronik zu legen. Das linke haben wir aus dem Körper des erschossenen Kollegen. Und das rechte? Aus einer MP5, die uns von der Herstellerfirma zur Verfügung gestellt wurde. Und was bedeutet das? Beide Geschosse sind aus einer Waffe. Und? Es ist die MP5, die wir auf den Streifenwagen haben. Also eine Waffe von uns. Wie kommt denn so ein Ding in falsche Hände? Normalerweise wird jeder Peterwagen durchgecheckt, bevor er eine neue Schicht übernimmt. Kaffee? Nee, danke. Was mit der Werkstatt? Das kann sein. Irgend so ein Idiot vergisst die Waffe aus dem Kasten zu nehmen, wenn er den Wagen in die Inspektion bringt. Und dann ist die Waffe eben weg. Tja, dann ist die Waffe weg. Kann sein, kann nicht sein. Irgendwie geklaut und auf dem Kiez verscheuert. Du kennst das doch besser als ich. Danke, hast eine große Hilfe. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was du machst, aber wir überprüfen jetzt Schusters Alibi. Und Carola Neumann? Richtig. Herr Brockmüller? Ja? Herr Brockmüller, das Vorzimmer vom Oberstaatsanwalt. Ich will Herrn Stöver sprechen. Das hatten wir schon. Da ist jemand. Sie haben noch geschlossen, junger Mann. Guten Tag, Stöver, Kriminalpolizei. Könnte ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Lass uns mal allein. Kriminalpolizei? Jawohl. Aber worum geht's denn? Sie können sich nicht vorstellen, warum ich hier bin? Sie sind sicher, dass Sie zu mir wollen? Ja, ja. Sie wissen von nichts? Nein. Ihr Freund ist doch bei der Polizei. Ich habe viele Freunde bei der Polizei. Ich meine den, mit dem Sie vorige Nacht zusammen waren, den Klaus Schuster. Was ist mit dem? Wann war das und wo? Gegen 10:30 Uhr, oben in meiner Wohnung. Ach
Sie wohnen hier im Haus? Ja, hier oben. Was sagten Sie, wann war das? Kam kurz vor 10:30. Ja, und ging so um 11 etwa. Ist ja ein kurzes Vergnügen, ne? Wieso wissen Sie die Zeit so genau? Weil ich in dieser Nacht frei hatte, das ist eine Aushilfe hier. Ich habe auf Schuster gewartet. Er kam punkt 10:30. Ich meine, da hat er geklingelt. Und wann hat er die Tür von draußen wieder zugemacht? Ich habe meinen Wecker gestellt, als er weg war. Da war es etwa 10:45. Also muss er kurz nach 11 gegangen sein. Ich war im Bad. War es nicht später? Nein. Warum fragen Sie so genau? Ja, wie soll ich ungenauer fragen? Ich frage immer so. Zum Beispiel, was meinen Sie? Wusste Schuster, als er ging, wie spät es war? Der will immer so schnell wie möglich wieder weg. Ich möchte schon, dass er etwas länger bleibt. Aber der sieht immer wieder auf die Uhr und das frustriert. Kann ich mir vorstellen. Und war es gestern anders? Nein. Ich meine, hat er gestern auf die Uhr geguckt? Ja, immer wieder. Ich bin sauer. Das ist wie Liebe nach dem Taxameter. Oh. Lieben Sie ihn denn? Und wenn ich jetzt ja sage? Ist mir auch recht, wo die Liebe hinfällt. Mögen Sie auch einen Kaffee? Gern, danke. Bitteschön. Glauben Sie, dass Klaus mit dem Tod seines das Kollegen etwas zu tun hat? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wo er war. Hier war er nicht, im Streifenwagen war er nicht. Der tote Kollege, er war noch sehr jung, nicht wahr? Er war so jung wie Sie. Es tut mir leid, wirklich. Ich mag Polizisten. Das habe ich schon gehört. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würden Sie mich auch mögen? Die Uniform macht's. Verstehen Sie das nicht? Ja. Interessante Sache, oder? Was soll's? Sie haben natürlich von mir gehört. Ich mache mir da gar nichts vor. Ich weiß, wie man auf den Revieren von mir redet. Das ist eine Nutte, die steht auf Polizisten. Mit der kann jeder ins Bett. Und so weiter und so fort. Ich hab... Natürlich, das wissen Sie doch. Das haben Sie doch gehört. Ich hab Ihren Namen zum ersten und einzigen Mal von Schuster gehört. Sie sind seine Freundin, sagt er. Ja, ja, ich weiß. Männer reden nie gut über Frauen, die mit ihnen ins Bett gehen. Ich glaube, das kommt daher, dass sie dabei Schwäche zeigen. Das mögen sie nicht. Und die meisten zeigen Schwäche, wenn sie hier sind. Schuster auch? Nein. Schuster ist anders als die meisten seiner Kollegen. Deshalb mochte ich ihn auch lieber als andere. Manchmal frage ich mich, warum er Polizist geworden ist. Ich habe mal eine wenig professionelle Frage. Glauben Sie, dass Schuster etwas mit dem Tod... Dass Schuster was mit dem Mord an seinem Kollegen zu tun hat? Ob ich das glaube? Nein. Aber wer kennt schon den anderen, selbst wenn er mit ihm im Bett liegt? Das ist ein wahres Wort. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Herr Kommissar, ich bete, dass Klaus nichts mit seinem Tod zu tun hat. Das machen Sie mal, wäre mir auch lieber. Hey, Sie da, Telefon für Sie. Ja. Der wartet schon. Ja. Hier will jemand sprechen. Oberstaatsanwalt Maurer? Nein, eine Rechtsanwältin. Martina Dörfel. Sie sagt, du wüsstest Bescheid. Sie erwartet dich in ihrer Praxis. Verstanden. Übrigens, Schuster hat kein Alibi. Was denn? Er war nicht bei der Frau? Doch, aber nicht zur Tatzeit. Also dürften die Aufzeichnungen von Witt richtig sein. Schuster war in Zinkers Bar und hat Schmiergeld genommen. Aha. Kommst du ins Büro? Wieso? Du bist doch da. Übrigens, der Oberstaatsanwalt will dich tatsächlich sprechen. Ja, ja, ich rufe ihn gleich an. Donnerwetter. Sieh mal an, wer da gekommen ist. Wieso? Wer ist denn das? Stöber. Hauptkommissar Stöber. Mensch, den sucht der Oberstaatsanwalt, und zwar dringend. Was hat er bloß in dem Laden zu suchen? Hoffentlich kommt er uns nicht in die Quere. Also, Hasso ist einverstanden. Er will mit Ihnen reden. Aber nur mit Ihnen allein. Ja, ich bin allein. Er wartet auf demselben Platz wie vorhin, da drüben, in der Fabrik. Allerdings, Sie müssen Ihre Waffe hier lassen. Er will, dass Sie ohne Waffe kommen. Wem piepst wohl? Hä? Dann wird aus der Besprechung nichts.
Leider. Ich kann dir doch als Polizist nicht die Waffe abnehmen lassen. Das ist doch ehrenrührig. Was ich Ihnen da lassen kann, gegen Quittung, wäre mein Magazin, bitte. Und das zweite haben Sie wohl in der Hosentasche? Ach komm, ich komme auf Ideen. Ziggy? Ziggy! Schreibst bitte mal eine Quittung aus für ein Magazin. Auf Kanzleipapier. Das ist nett, ja. Haben Sie Angst? Ich habe immer Angst. Können Sie mir garantieren, dass der unbewaffnet ist? Na, sehen Sie. Er wird niemanden angreifen, wenn er sich nicht bedroht fühlt. So, wir können dann gehen. Ich denke, wir gehen. Ich habe zu tun. Dies hier ist eine Anwaltskanzlei. Bitte. Ja. Sieht aus wie eine Fleischerei. Dann kommen Sie schon. Übrigens, ich heiße Stöber. Wie heißen Sie? Pippi Langstrumpf. Achtung. Stöber kommt mit einem Mädchen aus dem Bürgerbüro und geht in Richtung ehemalige Fabrik. Wir beobachten weiter. Falls der Kerl da drin ist, darf er uns nicht entkommen. Ich schicke ihn Verstärkung. Wird in 10 Minuten dort sein. Das ist immer noch illegaler Waffenbesitz. Und das ist immer noch verboten. Bleiben Sie stehen. Ich stehe schon. Also, wie war das vorige Nacht? Ich habe den Polizisten nicht erschossen. Was haben Sie oben auf dem Balkon zu suchen? Wir hatten was genommen und dann wollten wir bumsen. Wer wir? Wir beide. Sie waren auch dabei? Ja, Logo, Mann. Bumsen tut man meist zu zweit. Richtig. Das habe ich schon fast vergessen. Und warum machen Sie das da oben? Auf dem Balkon? 20 Meter über der Erde? Weil es da oben geil ist. Total außerirdisch. Wir auf einer Plattform im Weltall. Wie lange wart ihr denn da oben auf der Plattform im Weltall? Wir haben gevögelt, Mann. Da guckt man nicht auf die Uhr. Nee, nee. Ich hab gepennt. Dann hat's gerattert, ich hab runtergeguckt. Da stand der Wagen, das Blaulicht. Ich fand das wahnsinnig komisch. Derart komisch, dass Sie in die Hände geklatscht haben. Ja, ja, kann sein, dass ich geklatscht hab. Ja, und? Nix und. Klatschen Sie immer in die Hände, wenn jemand ermordet wird, oder nur bei Polizisten? Ich hab nur den Wagen gesehen. Ich hab überhaupt nicht gewusst, dass da noch jemand drin ist. Und was haben Sie gesehen? Ich war sauer, weil der gepennt hat. Und dann bin ich abgehauen. Ganz richtig so. Geben Sie mir die Pistole. Ich muss nach Ihnen fahnden, wenn Sie sie mir nicht geben. Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Nicht wegen Mord, wegen illegalen Waffenbesitzes. Kapieren Sie das doch endlich, Mensch. Danke. Heißt das, dass Sie uns dann jetzt in Ruhe lassen? Sobald das Protokoll unterschrieben ist, ja. Morgen früh um 10 Uhr im Präsidium. Zu früh? 11 Uhr. Können wir das nicht hier machen? Nein, das können wir hier nicht machen. Hände hoch und keine Bewegung. Wer hat Sie gerufen? Das war eine Falle. Die haben uns reingelegt. Sie gerufen? Staatsanwalt Maurer. Unser Auftrag besteht darin, den Frisch festzunehmen an der Weige Begleitpersonen. Maurer? Dann passen Sie mal schön auf. Frisch ist bereits festgenommen. Und die Begleitperson ebenfalls. Das sehen Sie doch. Und zwar von mir. Ja, was machen Sie da? Ich schließe den Mann an. Hauptkommissar Stöver nimmt mutmaßlichen Polizistenmörder fest. Das ist eine schöne Schlagzeile. Wir nehmen die beiden. Halten Sie den Mund! Das ist eine schöne Schlagzeile, die lasse ich mir von keinem wegnehmen. Ich war als Erster hier. Sie verdammtes Bullenschwein. Du, pass mal auf. Noch eine Beamtenbeleidigung. Und es knallt! Vorwärts. So. Dann macht's euch mal gemütlich. Bitte. Was machen wir denn jetzt? Bleiben Sie ganz ruhig, wir unterhalten uns ein bisschen. Ich kann mir was Besseres vorstellen. Hier schließen Sie sich schon mal auf. Darf ich mal erfahren, was das soll? Das Schwein hat uns beschissen. Haben Sie mein Magazin mit? Ja. Haben Sie die beiden festgenommen? Vorübergehend, ja. Ja, das sind Tatzeugen. Eure Anwältin wird euch jetzt mal darüber aufklären, welche Pflichten ein Zeuge hat. Moment mal, heißt das, Sie werden nicht mehr als Mordverdächtige gesucht? Nein, der Tatverdacht könnte weitgehend ausgeräumt werden. An dich habe ich noch eine Frage. Hast du heißt, eben Schwein zu frei? Mir gesagt? Ich schreibe das jetzt mit. Hast du Schwein heißt, zu mir gesagt? Frei? Schwein! Ja, ihr seid frei, bis das Protokoll unterschrieben worden ist. Torwald! Hier, die muss weg und dann haben wir ein Protokoll. Das war alles nur eine Show? Das ist ja geil. Das finde ich ratenscharf. Ein fairer Bulle. Ich raff's nicht. Auch schon klüger geworden, ne?
Erzählen Sie es weiter. Datum von heute. Und Sie berichten über die Ereignisse der vergangenen Nacht. Schön langsam. Der Kollege übt noch. Ach, Stöfer. Da sind Sie ja. Jawohl, Herr Oberstaatsanwalt. Immer bei der Arbeit. Warum? Haben Sie mich gesucht? Herr Fisch, Sie beide sind vorläufig festgenommen. Bob, was ist denn nun los? Ich denke, der glaubt uns. Der hat versprochen, uns freizulassen, wenn wir das Protokoll unterschrieben haben. Wieso können jetzt andere Bullen kommen und uns wieder festsetzen? Wer hat hier eigentlich was zu sagen? Beruhigen Sie sich, ich kläre das schon. Wer sind Sie denn? Dörfel. Dr. Dörfel. Ich bin die Anwältin der beiden. Was? Ach ja, das ist meine Anwältin. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Tut mir leid, der Herr Oberstaatsanwalt ist der Herr des Verfahrens. Ich bin nur sein Gehilfe. Ach, das ist Ihr Boss. Dann sagen Sie ihm, dass wir unschuldig sind und dass er uns freilassen soll. Ich will nicht in den Knast! Mach ich. Hören Sie sich gleich an. Herr Oberstaatsanwalt, ich bin der Meinung, dass Herr Frisch nicht der gesuchte Polizistenmörder ist. Ach ja. So, kommen Sie jetzt bitte. Das entscheiden Sie einfach so. Ohne Rücksprache mit mir. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, Sie haben Ihre eigenen Fahndungsmethoden. Ich würde sagen, das hier ist ein Zusammentreffen von Ereignissen, von Unglücklichen. Fragt sich nur unglücklich für wen, Herr Stöfer. Könnte es sein, dass Sie mit diesem Fall überfordert sind? Herr Oberstaatsanwalt, ich mache Fehler. Aber man kennt mich auch als erfolgreichen Kriminalbeamten. Ich muss Sie in aller Form bitten, Kränkungen zu vermeiden. Wenn Sie mich zur Sache sprechen wollen, hinterlassen Sie hier bitte eine Nachricht. Noch bin ich an dem Fall dran, gehe jetzt zur Arbeit und ich werde dranbleiben, bis er gelöst ist. Los, weiter. Herr Oberstaatsanwalt, wir haben hier etwas entdeckt. Makaber. So? Was denn? Ja, so eine Art Schießstand. Der Frisch hat hier augenscheinlich Schießübungen veranstaltet. So. Hat er hier gewohnt? So wie es aussieht, ja. Mehrere Wochen. Seine saubere Anwältin hat ihm das Quartier beschafft. Reizende Zustände. Geben Sie mal her. 9 mm Vollmantelgeschoss. Ach, die Art, wie sie beim Mord an Witt benutzt wurde. Sie haben hier Zielschießen veranstaltet? Zielschießen auf einen Polizisten? Übungsschießen für den Mord. Ich weiß nicht. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Sie die Polizei hassen, hätten wir den Beweis hier gefunden. Wo ist die Maschinenpistole? Haben Sie sie hier versteckt? Durchsuchen. Alles durchsuchen. An alle für die Durchsuchung in der Halle sammeln. Waffe schon finden. Beeilt euch, wir müssen was finden. Der Maurer macht uns zur Schnecke, wenn wir nichts finden. Habt ihr schon den Deal nachgesehen? Und dann ab nach oben. Hey, Kollegen, hört mal her. Die haben den Kerl geschnappt, der Christian Witt erschossen hat. Hey! Was ist denn bei euch los? Sie haben den Kerl, der den Witt erschossen hat. Oh, das höre ich gern. Gratulation. Ich denke, ihr habt ihn geschnappt. Nö. Moment mal, Freunde. Kommando zurück. Die Kripo hat ihn laufen lassen. Ach ja, ich hab ihn laufen lassen. Nee. Kann ich Sie mal einmal sprechen? Ja, wo kann ich? Da unten im Zellengang, da ist es schön ruhig. Ich habe Ihr Alibi überprüft. Zur Tatzeit waren Sie nicht bei Frau Neumann. Hier zu! Ich lüge die verdammte Nutte. Noch, noch, noch. Wir haben so erzählt. Jetzt wissen Sie ja, was sie ist. Ja, eine nette Frau. Was soll das denn? Mit einer gewissen Vorliebe für Polizisten. So einer glauben Sie mehr als mir. Mal reingehen. Ja, da glaube ich mehr als Ihnen, weil ich Ihnen nicht glauben kann. Ihr Ton ist beleidigend. Mein Ton ist vollkommen in Ordnung. Ihr Kollege hat Notizen hinterlassen. Sie nehmen Schmiergeld von Puffbesitzern. Das ist ein Quatsch. Was sind das für Notizen? Das ist ein sehr privates Tagebuch mit Details über Ihre Gewohnheiten. Und wissen Sie, was ich inzwischen glaube? Ich glaube, Ihr Kollege Witt musste sterben, weil er eben dieses Tagebuch hatte. Und Sie glauben, dass ich was damit zu tun habe? Wo waren Sie zur Tatzeit? Im Piratenkeller. Ich musste mich ausruhen. Also, Sie gehen zu der Neumann, anschließend in den Puff und in der Zwischenzeit wird Ihr Kollege erschossen. Ich musste mich ausruhen. War ja auch nichts los. Eine ruhige Nacht. Kommen Sie, wir gehen aufs Präsidium. Paul, was ist
Nee, wir haben nur was zu besprechen. Ich denke wirklich, ich hätte Witt umgebracht. Drehen Sie doch nicht so ein wehleidiges Zeug, Schuster. Und überhaupt, wo ist Ihre Jacke? Aufenthaltsraum. Bitte. Wenn wir ihn festnehmen, das gibt doch neuen Ärger. Das ist eine Menge Geld für einen Beamten des mittleren Dienstes. Und jetzt zeige ich dir mal was, was du bisher nur von deinen Socken kennst. Was denn? Ein Loch. Da ist es. Eine interne Kennzeichnung? Ja, im Laden von Zinker. Ein Omen ist Omen. Unser Kollege ist also bestechlich. Bin ich ja neugierig auf seine Erklärung. Da soll sich aber eine andere Abteilung drum kümmern. Dumme Sache, das. Aber Mord an einen Kollegen? Interessier dich doch mal für diesen Zinker. Der müsste doch inzwischen in seinem Hof zurück sein. Gute Idee. Den hier nehme ich mit. Kriminalpolizei, ich will Ihren Chef sprechen. Existiert da eigentlich auch sowas wie eine Hundemarke? Gegenfrage, können Sie lesen? Jetzt gehen Sie mal vor, Sie Witzbold, und zeigen mir den Weg. Lassen Sie mal, ich mach das schon. Zinker. Na, wollen Sie verreisen? Wie kommen Sie denn darauf? Ich bringe die Tageseinnahmen zur Bank. Was sind Ihre Tageseinnahmen? Und welches Päckchen ist für Schuster und Co.? Wie bitte? Wo waren Sie gestern zwischen 11:30 und 12:00? Da war ich hier in meinem Lokal. Das ist die Hauptgeschäftszeit. Da bin ich immer hier. Und von wann bis wann war Schuster hier? Schuster? Schuster? Da müssen Sie mir helfen, mein Herr. Ach, ist denn gestern gar kein Polizeibeamter bei Ihnen gewesen? Ach, den meinen Sie richtig, der war hier. Was hatte der hier zu tun? Hier ist doch eine Schlägerei gemeldet worden. Schlägerei? Ja, nicht, dass ich wüsste. Wie lange war Schuster hier? Ich kann mich nicht erinnern. Schade, sehr schade. Schuster steht im Verdacht, einen Kollegen ermordet zu haben. Und jetzt hofft er auf Ihr gutes Gedächtnis. Er bezeichnet Sie als Zeugen für sein Alibi. Mich? Ja, er hätte hier während der Tatzeit gepennt. Wenn das sagt? Sagen Sie mal, Herr Zinker, was ist das eigentlich mit diesen Löchern in dem Geldschein? Wir markieren sämtliche Scheine in der Kasse mit einer Lochzange. Es ist eine einfache, aber wirksame Methode, Unterschlagungen vorzubeugen. Sie gehen mit mir aufs Polizeipräsidium. Unter welcher Beschuldigung? Aktive Bestechung und Verabredung zu einer Straftat. Zu welcher Straftat? Mord an einem Polizeibeamten. So, das Ganze noch mal von vorn. Sie heißt mit Vor- und Zunamen. Wollen Sie nicht reden? Möchten Sie einen Kaffee? Lassen Sie mich mal. Haben Sie den Polizeibeamten Witt umgebracht? Wo haben Sie die Tatwaffe versteckt? Wollen Sie nicht reden? Nein, ich sage kein Wort. Wir haben ein Tonband von Ihnen. Und wir sind überzeugt, dass Sie es sind, der darauf spricht. Spielen Sie mir das Band vor. Das ist doch Ihre Stimme, nicht wahr? Das ist Ihre Stimme! Verstanden. Wird eine Weile dauern. Ich hab keinen Wagen frei. Reden Sie! Ja, bitte? Herr Oberstaatsanwalt, Telefon für Sie. Maurer! Wernicke,
Ja, Herr Wernicke, vom Express, nicht wahr? Ja, was kann ich für Sie tun? Wussten Sie, dass Stöfer heute auf der Revierwache 15 war? Was? Auf Revierwache 15? Er verfolgt anscheinend eine andere Spur. Wie es scheint, sucht er den Mörder in Ihren Reihen. Und woher haben Sie das? Es werden nur Informationen preisgegeben, keine Informanten. Ach ja. Hat mal wieder ein Beamter geplaudert, ich kenne das schon. Die Beamten sind ziemlich sauer auf Stöfer. Gut, ich kümmere mich drum. Danke. Sagen Sie Herrn Stöfer, dass ich ihn sprechen will. Dringend! Ich bitte Sie, Herr Kommissar. Ein paar Löcher in einem Geldschein. Ein paar Sätze im Notizbuch eines toten Polizisten. Damit wollen Sie mir einen Mord anhängen. Ich höre schon das hemmungslose Gelächter meines Anwalts. Ja, Sie haben doch aber beide ein Motiv. Das behaupten Sie. Gib doch noch mal den Geldschein her. Sehen Sie mal. Der ist genauso markiert wie die anderen Scheine aus Ihrer Kasse. Damit können wir beweisen, dass das Geld in Schusters Portemonnaie aus Ihrer Kasse stammt. Zusammen mit dem Notizbuch von Witt ergibt das den Beweis für einen Bestechungsvorgang zwischen Ihnen und Schuster. Da wird Ihr Anwalt gleich wieder aufhören zu lachen. Schön, ich habe ein paar Scheine unter die Leute gebracht. Na und? Selbst wenn das aufgeflogen wäre, deswegen bringt man niemand um. Das ist heutzutage Kavaliersdelikt. Ja, ja. Aber heutzutage gibt es mehr Delikte als Kavaliere. Ich habe Dutzende von Zeugen, die bestätigen können, dass ich zur Tatzeit in meinem Lokal war. Sie würden sich da nicht die Finger schmutzig machen. Sie würden einen Killer engagieren. Das sollten Sie doch besser wissen, meine Herren. Für einen Polizistenmord finden Sie in Hamburg keinen einzigen Menschen. Die müssen Sie aus den Staaten einfliegen. Wissen Sie, was das kostet? 400 Mille, Minimum. Wenn ich jemanden zum Schweigen bringen will, muss ich ihn nur gleich umbringen. Vorerst können Sie gehen. Und mein Geld? Das ist Beweismaterial. Aber vielleicht wird ja mal wieder Geld raus. Was jetzt mit mir? Ich muss Sie auch mal ein bisschen Geduld bitten. Einen Moment. Ja? Stöber? Der Kriminaldirektor will Sie dringend sprechen. Komme. So, bringen Sie mal die Jacke vorbei. Sind Sie so nett und unterhalten sich einen Moment mit meinem Kollegen Brockmüller? Danke. Danke. Ja, dann ist mal wieder Platz. Soll ich die Jacke anziehen? Nicht nötig. Das sieht ja aus wie ein kleines Inquisitionstribunal. Reden Sie doch kein dummes Zeug, Stöfer. Lassen Sie uns ernst darüber sprechen. Wissen Sie, wie ich den Stand Ihrer Ermittlungen einschätze? Wir liegen bei Null. Können Sie mir das erklären? Ich möchte Ihnen ja dauernd erklären. Ich versuche den ganzen Tag, Sie telefonisch zu erreichen, Herr Oberstaatsanwalt. Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei einen Busfahrer, der einen mit 15 Kindern besetzten Schulbus liegt. Die Polizei ermittelte bei dem 40-Jährigen einen Alkoholspiegel von 2,55 Promille. Hamburg. Der Mord an dem Polizeibeamten Witt steht unmittelbar vor der Aufklärung. Die Staatsanwaltschaft hat einen Mann namens Hans F. festgenommen, der auch auf den Namen Hasso hört. An seinem Wohnort wurden Kugeln vom gleichen Kaliber gefunden, mit denen der Polizist erschossen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Das Wetter. Sabine Kunert, ich habe im Radio gehört. Ist das wahr? Sie meinen Hasso Frisch? Wir haben unsere Zweifel. Nicht? Der Oberstaatsanwalt ist allerdings der Meinung, dass er es war. Das ist ja alles so schrecklich. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Frau Kunert, ich kann Sie verstehen. Die Zeitungen haben meinen Brief gedruckt. Und? Es haben ein paar Ferkel angerufen und mir entsprechende Angebote gemacht. Das ist alles. Vielleicht wäre es ja gut, wenn Sie ein paar Tage Urlaub machen. Erst wenn der Mann gefasst ist, der das Christian angetan hat. Na, war's schlimm? Ach was, wir wissen nichts und ärgern sich darüber, dass wir auch nichts wissen. Da habe ich nur wieder meine Freude dran.
Was gefunden, Adrian? Da ruft jemand bei der Kunert an. Kunert? Hallo. Sie haben sicher auf meinen Anruf gewartet. Sie meinen, Sie sind der, der... Ich habe Ihren Brief in der Zeitung gelesen. Ich muss zugeben, ich habe mich geirrt. Ich habe den Falschen erwischt. Aber das kann man korrigieren. Verstehen Sie? Ich werde mir jetzt die beiden Richtigen vornehmen. Die wirklich Schuldigen. Hallo. Sie haben sich auf meinen Anruf verstellt? Nee, es hat sich nichts verstellt. Läuft alles prima. Ruhig mal. Ich habe Ihren Brief in der Die Stimme kenne ich. Aber haben Sie das Band mit der Killerstimme noch mal da? Killerstimme? Ich habe noch von uns eine Tonprobe bekommen. Also, schlafen Sie. Schon gut. Ja, reicht. Revierwache 15, Hauptkommissar Schwenke. Hallo, hier spricht Rucker Land. Das könnte er sein. Hä? Das könnte er sein. Lassen Sie die erste Aufnahme noch mal laufen. Husch, husch. Hallo. Sie haben sicher auf meinen Anruf gewartet. Sie meinen? An irgendwen erinnert mich das. Könnte er sein. Ich habe Ihren Brief in der Zeitung gelesen. Ich muss zugeben, verdammt, wo habe ich diese Stimme schon mal gehört? Ja? Ja, ja, wir haben mitgehört. Ach, wo habe ich den gehört? Ja, das glauben wir auch. Sabine Kunert. Frau Kunert, bleiben Sie zu Hause. Wir schicken Ihnen zwei Mann zur Bewachung. Beruhigen Sie sich. Es ist bald vorbei. Danke. Telefon! Stöber. Ah, Schwenke, du rauchst mir gerade den letzten Nerv. Ich bin mitten im Nachdenken. Moment, Paul, ich will dir nicht auf den Geist gehen, nur es ist wegen der Beerdigung von Witt. Ja, was ist damit? Na ja, ich wollte fragen, ob ihr mit einsteigt, du und Rocky. Ich meine... Ob ihr euch am Kranz beteiligt? Na klar, wie viel? Ja, ich meine, was geben denn die anderen so? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ja, alle so 10 bis 15 Mark. Und der Schuster gibt 40 Mark. Das ist aber nobel. So viel geben wir auch, Brocki und ich zusammen. Naja, der hat's wohl auch nötig. Immerhin wurde sein Partner erschossen, als er gerade auf der Lewag rumgeturnt ist. Na gut, alles klar. Servus. Ich hab dich für 20 Mark an Schwenke verkauft. Ich schmeiß mit meinem Geld rum. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich laufe jetzt mit dieser Maschine einmal um den Block. Vielleicht kriege ich raus, wem die Stimme gehört. Was ist los? Schwenke? Schwenke, was hast du eben gesagt? Wieso was? Du hast doch was erzählt von dem Schuster. Ach so, na ja. War sicherlich nicht sehr taktvoll von mir, das mit dem Rumtouren auf der Lewag. Entschuldigung. Wie kommst du denn auf Lewag? Die Frau heißt doch Neumann, Mensch. Ja, genau. Als wir sie kennenlernten, war die mit einem gewissen Lewag verheiratet. Ob die jetzt noch zusammen sind oder geschieden? Das weiß ich nicht. Danke, du. Das war's. Danke. Sag bloß. Du warst das? Ja, ich. Oder hast du jemand anderen erwartet? Du musst dir verrückt geworden sein. Das kann sein. Ja. Möglich. Steh auf. Zieh dir was an. Bitte. Was hast du vor? Ich möchte, dass du deinen Liebhaber anrufst, deinen augenblicklichen Favoriten, den Polizisten. Ruf ihn an und bestell ihn her. Was willst du von ihm? Ist doch wirklich so schwer von KP. Du bist ja verrückt. Das sagtest du schon mal. Und ich streite es nicht einmal ab. Ich war verrückt, als ich dich kennenlernte. Die
kurze Zeit, die wir zusammen waren. Dann war ich dir nicht mehr gut genug und ich wurde immer verrückter. Du warst nicht sehr wählerisch mit deinen Seitensprüngen. Nur jung mussten sie sein. Knackig. Und potent. Ich liebe ihn. Wir beide sind doch schon lange kein Paar mehr. Oh, doch. Vor dem Gesetz schon. Ich habe mich ja nie scheiden lassen, aber was heißt das schon? Ich habe es zugelassen, dass du da unten in dieser Bar arbeitest, ohne zu ahnen, dass es für dich die beste Gelegenheit war, deine Freier abzuschleppen, deine Polizisten. Rovinano, bestell ihn her! Komm mal her. Tatsächlich. Das ist genau das Papier, worin unsere Waffen eingewickelt werden. 9 mm. Da war eine MP drin. Und die MP war von uns. Eine Polizeiwaffe? Kein Zweifel. Aber bestimmt die Waffe, die vor 3 Monaten vom 15. Revier verschwunden ist. Das könnte auf diesen Schuster hindeuten. Kann aber auch sein, dass ein Kollege die Waffe verschoben hat. Wenn sie durch Gott weiß, was für Kanäle gegangen, bis der Mörder sie in die Finger gekriegt hat. Verdammt. Der Stöber hatte wieder mal recht. Geh schon. Auf keinen Bock. Was ist denn? Was ist denn so dringend? Mensch, Mädchen, ich weiß nicht, ob das gut ist. Das. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Machen Sie keinen Quatsch, Mann. Seien Sie vernünftig. Vernünftig war ich lange genug. Jetzt rechnen wir ab. Hauptmann, Polizei! Weber, kommen Sie raus. Unbewaffnet mit erhobenen Händen. Lass da raus. Kollege Stöber. Einen Moment. Achtung! Weber kommt die Hintertreppe runter. Nach der MP. Ja, Schwester? Ich glaube, Sie haben das Leben gerettet. Danke. Nicht der Rede wert. Schwester, ich möchte Ihnen einen guten Rat geben. Quittieren Sie den Dienst. Sie ersparen sich ein fürchterliches Disziplinarverfahren und wir müssen sowieso allmählich ein paar Leute austauschen. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Anständigkeit in dem Job. Verstehen Sie, was ich meine? Komm, Brocki. Ebenfalls,
eine Schießerei gegeben. Der Mörder von Witt ist tot. Was ist? Ein gewisser Lever. Veranlassen Sie sofort, dass Frisch morgen früh auf freien Fuß gesetzt wird. Kein Wort an die Presse. Jawohl. Entschuldigung. Katastrophe. Herr Stöber! Ich bin Wernige vom Express. Es ist eine Riesenschweinerei, was da passiert ist. Da haben Sie recht. Glauben Sie, dass es ein Racheakt war? Ist möglich. Kommt alle Tage vor. Meinen Sie, es war gerechtfertigt, den Mann zu erschießen? Sie reden von dem Mann? Aha. Ich rede von unserem toten Kollegen. Ach so, interessant. Danke, danke. Schauen Sie morgen mal in die Zeitung rein. Mach ich doch. Dankeschön. Da siehst du es, Brocki. Wenn ein Irrer einen Polizisten erschießt, ist ein armes Schwein. Wenn ein Polizist einen Killer erschießt, ist ein Schwein. Warum hat uns keiner lieb? Hm? Hast du mich lieb? Ja, ich hab dich lieb.